Hallöchen, meine lieben Pilzwurzel, ich bin schon wieder. Gummiband, die 15. Ihr Lieben, ich habe einen tollen Brief bekommen von der lieben Simone vom Kanal Dies und Das. Und ich bin da richtig, richtig happy drüber, weil ich habe mit Simone zum Beispiel noch nie getauscht oder sowas. Wir kennen uns aber so von den Videos her und so. Ich gucke auch gerne mal bei ihr vorbei. Sie macht auch tolle Sachen. Sie ist auch sehr vielfältig, finde ich. Und ja, wie gesagt, leider habe ich immer noch niemanden gefunden, der wirklich am Filzen ist zum Beispiel. Doch, ich habe schon zwei, drei Leute mal gefunden, aber irgendwie kommt man schwer mit den Leuten in Kontakt. Ich weiß auch nicht, warum. Warum das so ist, ob das an meiner Art liegt oder ob das an mir liegt oder ob die das nicht wollen, ich weiß es nicht. Aber egal, ich habe auf jeden Fall die Simone getroffen, die macht tolle Videos. Ich mag auch ihre ehrliche Art, das muss ich mal erwähnen unbedingt. Also Simone ist ein gerader Mensch und das finde ich natürlich richtig klasse. Ne? Ich hole mal eben die schönen Sachen raus, die sie mir geschickt hat. Ich zeige sie euch mal, so sieht das aus. Sieht sehr, sehr österlich aus. Da freue ich mich sehr drüber. So. Ich tue mal den Briefumschlag beiseite. Und das Häschen von der lieben Petra, das habe ich hier so hingestellt, damit das so ein bisschen österlich aussieht. So, und dann nehmen wir das erste mal runter. Und das ist eine wunder süße Karte. Also das ist natürlich, ich drehe sie mal so, das ist natürlich voll meins, absolut, 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 absolut. Vor allen Dingen mit diesen schönen, weißen, ausgestanzten Teilchen. Und, tja, wie soll es anders sein? Wer mich kennt, weiß, ich liebe Rosen und hier sind so viele drauf. Happiness is here and now. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich habe es euch vorgelesen. Ich und Englisch, ich kann eher Russisch. Ihr Lieben, ich lese mal eben vor. Darf ich das überhaupt? Ich denke mal schon. Liebe Peggy, gerne mache ich bei deiner Gummibandkarte Aktion mit. Und ich fühle mich geehrt, dass du mich dabei haben möchtest. Na klar, was denkst du denn? Du gehörst doch dazu. Und das Fähnchen, Moment, dass du mich dabei haben möchtest. Ich hoffe, das Bändchen und das Fähnchen gefallen dir. Der Gumminopfen unten am Fähnchen ist nur zum Schutz. Einfach abziehen. Och, wie süß. Sei ganz lieb, sei ganz herzlich von mir gedrückt und geknuddelt. Deine Simone von Dies und Das. Oh, das ist echt lieb geschrieben. Knuddelknutsch für Angel. Angel Knuddelknutsch von Dies und Das. Hast du gehört? Na, du pennst wieder, ne? Ja, schlaf mal schön, ne? Schön gemütlich da unten, ne? Unterm Tisch. Ja, sie liegt unterm Tisch, unter meinem Stubenarbeitstisch. Unten drunter, da hat sie einen großen Korb. Das war mal so ein für ein Baby. Den habe ich einfach umgebaut und da hat sie jetzt ihren Korb. Also ich zeige euch nochmal die wunderschöne Karte. Ganz, ganz, ganz klasse. Die gefällt mir super. Und die würde ich sogar oben auf dem Album mitbringen vielleicht oder auf dem Buch oder mit als Tag. Sozusagen, natürlich würde ich die immer so lassen, wie sie ist, ne, ist klar. Aber so mit zum Reinschieben und so, super, für mein Elfenjournal zum Beispiel, ne. Eigentlich wollte ich eure Karten ja gerne in so ein Kartenalbum machen, habe ich ja auch schon eins. Aber ich denke mir mal, diesmal werde ich es anders machen. Die Karten, zum Beispiel diese kommt in Elfenjournal. Ich habe auch schon Karten bekommen, die kommen zum Beispiel ins Oma-Hilde-Buch und so weiter. Ne? Ja, da freue ich mich sehr drüber. Danke dafür, für die wunderschöne Karte. Ich gehe immer der Reihe nach. Ne? Jetzt hat sie hier so ein kleines, buntes Blasenwunder gebastelt. Ein Blasenwunder. Ich liebe Punkte und ich liebe auch Kreise. Und dieses Papier gefällt mir ganz besonders gut. Ist nicht jedermanns Sache, ich weiß. Aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Warum? Man kann hier richtig schön rumdudeln, wenn man möchte. Und kann auch mal
Blümchen draus machen oder. Was ich natürlich nicht machen werde, weil ich lasse das so, wie es ist. Finde ich sehr, sehr schön. Und sie hat das hier so schön mit so einem, ja, mit so einem Pappknopf gemacht. Klasse Idee. Ich zitter voll. Oh, nein! Oh mein Gott! Du bist ja verrückt! Das nehme ich mal erstmal raus. Oh mein Gott, guckt euch das an! Ich flipp aus! Also, da muss ich eine kleine Geschichte zu erzählen. ATCs. Ja, was sind ATCs? Ja, sind kleine Kärtchen, die man sammeln kann, die man tauschen kann, untereinander und so weiter. Ich habe mir das immer bei Bibo angeguckt. Natürlich auch bei anderen Kreativen, aber eigentlich bei Bibo. Und irgendwann, ich habe gesagt, das ist nichts für mich. Also mache ich da auch nicht mit. Was sind ATCs und so? Naja, und dann gucke ich bei Facebook und gucke die Videos und sehe, oh, wie wunderschön manche ATCs sind. Kann aber wohl nicht angehen, dachte ich so, ne? Und irgendwann hatte sie diese kleinen Gnome gemacht und auch ATCs. Und da war ich hin und weg. Und dann habe ich meine ersten ATCs von Marina bekommen. Die sind auch in einem Journal drinnen. Und jetzt kriege ich gleich 4 Stück. Oh mein Gott! Das sind jetzt praktisch. Ja, ich habe von Marina habe ich 3 bekommen. Ja. Und das sind jetzt die 4. Also, ne? Ich habe 4. 7 Stück habe ich jetzt. Glückszahl. Cats. Oh, und wie niedlich das gemacht ist. Guckt mal. Wie wundersüß. Eine rosa, eine Katze. Passt ja wohl voll, ne? Irre. Und hier hinten steht drauf. Chaos. 7 von 14. Simone. Und dann hat sie natürlich auch ihren Stempel. Ich zeig's euch mal. Guck mal, wie wunderschön dieser Stempel ist. Ja, ich habe 30.11.2020. Das war ja mein Geburtstag. Ich fress einen Besen. Na, was das für ein Omen wieder ist. Guck mal, 30.11. war mein Geburtstag. Und was wollte ich sagen? Ich habe leider nicht diesen so einen Stempel. Wisst ihr, was ich meine? Wo man dann drauf schreibt, Titel und Künstler und sowas, das habe ich noch nicht. Müsste ich praktisch freihand machen, ne? Um solche ATCs zu machen. Aber Wahnsinn, da freue ich mich sehr drüber. Irre. Ja, jetzt bin ich ja gezwungen zu sammeln, ne? Jetzt bin ich auch gezwungen, welche zu basteln, oder? Damit ich mal mit dem einen oder anderen vielleicht einen schönen Tausch machen kann. Ich werde verrückt. Viel Glück. Guckt euch das mal an. Mit dem Hufeisen. Glückskleeblätter, alles, was ich liebe. Schlüssel. Viel Glück in Gold. Richtig toll. Und das ist viel Glück, Simone, 2 von 3. Oha. Von denen würde ich ja am liebsten alle haben wollen, ne? Wisst ihr, was ich meine? So ein ganzes Set. Oh, herrlich. Klasse. Oh, und hier. Schwarze Grinsekatze. Das ist ein Halloween. Ich bin kein Halloween-Fan, ihr Lieben. Das wisst ihr aber. Aber das macht überhaupt nichts, Simone. Es macht überhaupt nichts. Ich liebe es. Wie schön du das gestaltet hast. Also, unglaublich schön. Und das macht mir nichts aus, dass das jetzt, ne, Halloween ist. Auch wenn ich kein Halloween-Fan bin. Ne? Aber die kommt natürlich mit in mein Hexenbuch, weißt du? Ich habe da so ein Hexen-Journal gemacht, ein Zauberbuch. Und da kommt die mit rein. Da passt die wunderbar rein. Und deswegen liebe ich das. Verstehst du? Richtig klasse. Und hier steht Miau drauf. 5 von 6. Ganz, ganz, ganz toll. Auch 2020. Richtig, richtig süß. Und jetzt kommt die hier. Dream Big. Was das heißt, kann ich euch nicht sagen. Dream Big. Aber ihr könnt sehen, sie hat hier so einen kleinen Tag benutzt. Und den schönen Mond darüber gestempelt. Finde ich auch eine richtig geile Idee, dass der hier so rüber geht über den Tag. Super. Und hier diese kleinen Mini-Sternchen aufgeklebt. Seht ihr das, wie wunderschön das ist?
Und das ist Dream Big. Simone 1 von 4. Richtig geilo. Also da muss ich wirklich sagen, da machst du mir wirklich eine richtig, richtig große Freude mit. Wie gesagt, jede Karte, oder vielleicht lasse ich die auch zusammen und tue das zusammen in ein Buch, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, die kommt ins Hexenbuch und so weiter. Ne? Also ganz toll. Und das fühlt sich auch so hart an, wie dieser Text, die Texte, die ich von Tintchen bekommen habe. So richtig, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich finde da gar keine Worte für. Ich bin da nicht so der Papiermensch, ne? Aber so langsam wird's, ja, richtig, richtig toll. Ganz, ganz toll. Da freue ich mich mega drüber, über das kleine Büchlein. So, jetzt, ihr wollt das Gummiband sehen, ne? Da müsst ihr aber noch ein bisschen warten. Und jetzt zeige ich euch. Oh, nein! Jetzt muss ich erstmal selber gucken, was das ist. Sticker. Hä? Das sind Sticker, Leute. Guck mal. Das sind Sticker. Und da die diese komische gelbliche, nicht gelblich, so glasige Dingsbums hat, denke ich mal, leuchten die bestimmt auch. Also ich weiß es nicht, aber könnte sein. Wunderschön. Eine Pinnnadel hier, guck mal, eine Pinnnadel, ein Stift, ein Regenschirm, hier so ein Schild open, richtig klasse, passt ja zur heutigen Zeit, ne? Ein Wecker, ein alter Wecker, ein Schuh, richtig toll. Hier, der Globus, ganz, ganz toll. Danke, danke dafür. Richtig, oh, was sehen meine Augen hier? Guck mal. Mit Liebe gemacht. Da hat sie so kleine Bildchen selbst gestaltet. Richtig süß. Hätte ich gebrauchen können. Vom Dreivierteljahr ungefähr. Richtig niedlich. Oh mein Gott, sind die süß. Da müsste ich ja wirklich nochmal ein Babyalbum machen, ne? Oder ein Babybuch oder irgendwie so, ne? Für Kinder oder sowas, ne? Wo ich das mit reinmachen kann. Richtig toll. Danke auch dafür. Und wie soll es anders sein? Ich liebe Schmetterlinge. Die finde ich richtig schön. Ganz, ganz, ganz toll. Und die haben sogar so eine Klammer, dass man die gleich so ranklippen kann. Kann ich sehr gut gebrauchen für meinen Balkon jetzt für den Sommer. Richtig, richtig schön. Danke auch dafür, liebe Simone. Och nein! Ich lege das mal eben beiseite, sonst könnt ihr das nicht so sehen. Guck mal. Hallo Peggy. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, ich bin ja so ein Mensch, ich freue mich ja immer, wenn irgendwo mein Name draufsteht. Wisst ihr, was ich meine? Also es fing ja damals schon an mit Kettchen und Armbändchen, wo dann die Namen drauf standen und Tassen, wo die Namen drauf standen und komischerweise so Anhänger, die man an so bestimmten Läden bekam, wo die Namen drauf standen, ja. Und komisch, meiner war nie dabei. Also das muss ich ehrlich mal sagen, mein Name war nie dabei. Und da habe ich mich immer drüber geärgert, ne? Ja. Und jetzt? Wie süß. Ich mach's mal auf. Ich finde das so, oh mein Gott, nein. Oh nein, wie niedlich. Ich muss mal ein bisschen biegen, nur ein bisschen. Guckt mal. Ach, guckt mal, wie niedlich. Das ist ja der helle Wahnsinn. Kaffee gefärbt. Also ich denke mal, das ist Kaffee gefärbt. Da bin ich mir bei Simone fast sicher. Mau! Oh, wie niedlich. Hier, ein kleiner Hundi.
Guck mal, da hat sie einfach hier so Papierchen genommen, hat die in Kaffee gefärbt, verschiedene Papiere. Seht ihr das? Mal gestempelt, mal so einen kleinen Sticker, mal so eine Tatze. Ach Gottchen, hier. Und so mini und so schön gemacht. Hier, ein Schaf. Oh, ich finde sowas schön. Guck mal. Also ich liebe ja Papier, ne? Wenn das nass ist und nass gewesen ist und dann trocknet. Und dann, wenn man es anfällt, diese Haptik. Richtig genial. Das ist so richtig, also wirklich so richtig auf alt gemacht, aber richtig, richtig auf alt gemacht. Wahnsinn, das hast du toll gemacht. Also, da beißt die Maus keinen Faden ab, ehrlich. Richtig süß. Guck mal, wie das von oben aus, richtig schön. Also, ganz toll. Oh, hier hinten. Ist auch sogar noch was drauf. Richtig toll gemacht. Oh, das ist ja wohl mal geil, ne? Ja, das tue ich natürlich... Ich denke mal in mein Oma-Hilde-Buch. Ja, da passt das gut rein. Von den Farben her und so, ne? Ja, richtig tolli. Da kann ich sogar was reinschreiben. Kleine Sprüche oder so. Also richtig toll. Da freue ich mich ganz, 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 ganz besonders drüber. Richtig schön. So, und jetzt, ihr Lieben, jetzt habt ihr lang genug gewartet, ne? Jetzt zeige ich euch. Knister, knister eben kurz. Und ich hole zuerst das Hähnchen raus. Schaut mal. Ein rosanes Hähnchen. Natürlich ist das ja meine Farbe, ne? Rosa. Und mit einem Schutz sogar. Da, genau. Seht ihr das? Damit man sich nicht sticht. Ups. Ups, ups, ups. Ich mache ihn wieder ran. Ja, ich mache ihn wieder ran. So. Richtig süß. Hat so eine kleine Stecknadel oder so eine Stecknadel benutzt. Richtig toll. Richtig schön. Da freue ich mich mega drüber. Und jetzt ist das schon wieder zugegangen, dieses Hütchen. Guckt mal. Oh, wie schön. Simone hat ein weißes Gummiband. Oh, ist das schön. Guckt mal, die schönen Perlchen hier. Ja, so schöne Perlen habe ich natürlich nicht. Guckt mal, wie toll die aussehen. Oh, ich habe ja richtig orange Hände noch an den Karotten treiben. Oh mein Gott, ist ja peinlich. Das sehe ich jetzt erst. Guck mal, wunderschön, Hufeisen. Oh, da freue ich mich. Danke, liebe Simone. Da hast du mir ja eine riesen Freude mitgemacht. Ich bin happy, ich bin so happy. Das hast du so toll gemacht mit diesen tollen Sachen, die du mir hier geschickt hast. Wahnsinn. Ganz, ganz, ganz cool. Oh mein Gott. Das wäre nicht nötig gewesen. Aber das ist auch voll cool. Da freue ich mich auch drüber. Und diese wunderschöne Karte. Also ich bin hin und weg. Ich danke dir von ganzem, 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 ganzem Herzen. Ich lade dich hiermit, liebe Simone, zu einer Verlosung ein. Und deine Nummer ist die Nummer, hatte ich gesagt. 15, ne? Kannst mir nicht merken, merkt ihr das? Bin so blöd. Ja, Nummer 15, liebe Simone. Und ich schreibe mir das jetzt hier in mein Dankebüchlein ein. Und dann würde ich mich freuen, wenn du an einer Verlosung teilnimmst. Und euch, meine lieben Abonnenten, sage ich tschüss. Eben hat die Sonne geschienen und jetzt schneit es wieder wie Hulle. Ja, ihr Lieben, das ist ein Ostern, das sage ich euch. Also ihr Lieben, bis dann erstmal, eure Puzzle.
Bis baldi.